Namaskaram, Sadhguru. Was sind deine Ansichten über Lebenspartnerschaften und sind sie der Ehe gleichgestellt? Ich dachte, die Ehe ist eine Lebenspartnerschaft. Also ist die Ehe nicht eine Lebenspartnerschaft? Leben sie getrennt? There are some marriages like that, I know, but es gibt ein paar Ehen dieser Art, ich weiß, aber zunächst einmal müssen wir verstehen, warum wir eine Beziehung eingehen. Im Moment ist das in eurer Sprache der Westen ist zu stark in eure Sprache eingesickert, weil in irgendwo in eurem Kopf, wenn ihr das Wort Beziehung aussprecht, denkt ihr nur an sexuelle Beziehungen. So ist es nicht gewesen in diesem Land. Wenn wir in diesem Land Beziehungen sagen, dachten wir, wir haben eine Beziehung zu unseren Eltern, unseren Freunden, unseren Brüdern, unseren Schwestern, alle Arten von Beziehungen. Aber wenn man in den Westen geht und eine Beziehung sagt, bedeutet das eine körperbasierte Beziehung. Zuerst einmal lass diese Idee fallen. Beziehungen können auf vielen verschiedenen Ebenen stattfinden, nicht wahr? Warum geben wir nur einer speziellen Beziehung eine solche Wichtigkeit gegenüber den anderen? Ja, es ist auch eine wichtige Beziehung, aber sie steht den anderen nicht entgegen, nicht wahr? Doch gerade jetzt bauen wir langsam diese westliche Ideologie auf, dass diese Beziehung gegen den Rest steht. Es muss nicht so sein. Der Grund, warum in diesem Land, ihr wisst schon, Ehen sehr stabil waren, war nicht immer, weil zwei Menschen gut miteinander auskamen. Nicht immer. Denn als sie heirateten, heirateten ein paar tausend Leute mit ihnen zusammen. Braut und Bräutigam waren ein kleiner Teil der Hochzeit. Es waren so viele andere Menschen beteiligt. Jetzt, wenn du es auflösen willst, musst du es auf allen Ebenen auflösen. Du kannst es nicht auflösen. Du weißt, dein Vater und sein Vater und dein Vater und ihr Vater verbindet vielleicht eine so wunderbare Freundschaft, du kannst sie nicht auflösen. Selbst wenn du mit deiner Frau brechen willst, kannst du es nicht, weil die ganze Familie auf so viele Arten zusammengewachsen ist. Es geht nicht nur um zwei Menschen. Ist das gut oder schlecht? Schau, im Laufe des Zusammenlebens von Menschen. Heute Abend seid ihr in irgendeine Situation geraten. Heute hast du gedacht, das war's, ich will dein Gesicht nicht mehr sehen, vorbei. Aber morgen früh bist du wieder verliebt. Ist dir das nicht auch schon mehrmals passiert? Ja? Wenn es eine ganze Menge Leute um dich herum gibt und wenn an jenem Abend das Gefühl aufkam, dass ich dein Gesicht nicht mehr sehen will, wenn du in diesem Moment zusammenpackst und gehst, ist es vorbei. Du kannst morgen früh nicht zurückkommen. Aber jetzt gibt es eine ganze Reihe von Umständen, die du nicht verlassen kannst. Du bist da geblieben und morgen früh ist alles wunderbar. Leider sind die meisten Menschen immer noch so, nicht wahr? Sie können nicht so bewusst sein und jeden Tag mit allem auf schöne Weise zurechtkommen. So läuft es nicht, das Leben. Ist es nicht so? Hässliche Dinge ereignen sich auch in schönen Beziehungen, nicht wahr? Kommen sie nicht vor? Selbst in den schönsten Beziehungen ereignen sich hässliche Vorfälle, ist es nicht so? Um diese Momente der Hässlichkeit auszuhalten, brauchst du ein Unterstützungssystem. Wenn nur zwei Idioten da sind, werden sie auseinandergehen. Sobald einmal Kinder kommen, wird es etwas schwieriger. Aber vorher sind alle anderen wichtig. Also, was ist diese neue Sache über in einer Lebenspartnerschaft und in einer Ehe leben? Was du also sagst, ist, ich werde gehen, wann immer mir danach ist, nicht wahr? Das ist für niemanden gut. Das ist eine enorme Belastung für das menschliche Bewusstsein. Es gibt keine emotionale Sicherheit. Ich denke, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Erst vor einer Woche habe ich vor einer Gruppe von Menschen gesprochen und ich habe ihnen einen wichtigen Grund genannt. Sie haben über den wirtschaftlichen Kollaps gesprochen. Warum sind wir nicht produktiv? Wie ist es dazu gekommen? Ich sagte, eine wichtige Sache ist, dass es keine emotionale Sicherheit für den Mann und die Frau gibt. Du gehst raus und wenn du zurückkommst, weißt du nicht, ob dein Zuhause noch da sein wird oder nicht.
Du weißt nicht, ob deine Frau auf dich wartet oder nicht. Das geht den meisten Menschen durch den Kopf. Mindestens 50% der Menschen beschäftigt das. Mit diesem Grad an Unsicherheit. Dein Mann geht ins Büro, du weißt nicht, ob er zurückkommen wird oder mit der Sekretärin weggeht. Wenn diese emotionale Unsicherheit vorhanden ist, kannst du dich auf nichts fokussieren. Menschen können nicht produktiv sein, wenn es keine stabilen emotionalen Umstände für sie gibt. Hier haben wir die Ehe so eingerichtet, dass egal was passiert, du sie nicht auflösen kannst. Es spielt keine Rolle, was für dumme Sachen du machst. Du musst dennoch wieder an diesen Ort zurückkommen. Das verleiht ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Es kann viel Hässliches in den Umständen geben, aber dennoch ist eine Stabilität vorhanden, bei der man sich auf das fokussieren kann, was man tut. Wenn du also sagst, Ehe versus Lebenspartnerschaft, was heißt das? Unverbindlich willst du zusammenleben, das ist alles, nicht wahr? Du willst nicht auf eine verbindliche Art und Weise leben. Ich glaube nicht, dass ein unverbindliches Zusammenleben eine gute Sache ist. Und es gibt auch keine... Ich sage nicht, dass Ehe bedeutet, dass irgendein Priester kommen und ein Mantra für dich sagen muss. Aber es muss eine verbindliche Beziehung sein. Wenn es keine Verbindlichkeit gibt, gibt es auch kein wirkliches Gefühl von Respekt. Wenn es Intimität gibt, muss es auch Respekt gegenüber der anderen Person geben, vor seinem Körper, seinem Geist und allem anderen, nicht wahr? Wenn du sagst, ich bin dir nicht verpflichtet, wann immer mir danach ist, werde ich gehen, dann gibt es kein Gefühl von Wertschätzung und Respekt für die andere Person, nicht wahr? Die Ehe ist also weder eine märchenhafte Sache, noch wird sie im Himmel vollzogen. Sie ist einfach eine Verbindlichkeitserklärung, die besagt, ich stehe zu dir, nicht wahr? Wenn du gegen Verbindlichkeit bist, nein, ich denke nicht, dass du damit gut beraten bist. Es wird nicht die Stabilität bringen, nach der du durch diese Beziehung suchst. Wenn du nur nach Vergnügen suchst, ist das deine Sache. Aber wenn du stabile Lebensumstände suchst, braucht es Verbindlichkeit. Ohne Verbindlichkeit gibt es keine stabilen Umstände. Eine Ehe wird also nicht durch jemand vollzogen. Das geschieht nur aus gesellschaftlichen Gründen. Eine Ehe ist zwischen zwei Menschen, dass es ein Gefühl der Verbindlichkeit gibt. Ich stehe zu dir. Ist es nicht so? Ob wir tatsächlich eine Zeremonie durchführen oder nicht, kann eine Wahl sein. Aber ich denke nicht, dass es eine Wahl darüber gibt, ob wir einander verpflichtet sind oder nicht. Dann wirst du nie die Freude des Zusammenseins erleben. Es wird immer eine Berechnung sein, ist es nicht so? Es wird immer eine Berechnung sein, nicht wahr? Was kann ich aus dir herausbekommen? Was kannst du? Sobald es ein Was kann ich aus dir herausbekommen gibt, kann eine Beziehung nicht schön sein.